Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal eine ganz andere Location, waren wir noch gar nicht. Wir sind heute in der Werkstatt. Grund dafür ist, das Fahrrad macht ein bisschen Probleme. Haben jetzt alles bestellt, was wir brauchen, um das zu reparieren. Spoiler hatten wir nicht. Und wir nehmen euch jetzt mal mit auf die Montage und zeigen euch, wie wir unsere Fahrräder so ein bisschen zusammen pfuschen. Hier haben wir jetzt neue Felge, wie man es unschwer erkennen kann, von DT Swiss. Alte Felge, die ist durch. Können wir nachher mal zeigen, dass da ist einiges schief gelaufen bei dem Ding. Genau, ist eigentlich die gleiche Felge, wie ich jetzt auch drin habe, also keine zu große Veränderung, aber mal wieder ein neues Teil am Fahrrad. Packen wir mal aus, das gute Stück. So, und jetzt packen wir mal aus, das gute Stück. Ja. Beipackzettel, das heißt, brauchen wir ja nicht. Man sieht halt direkt, dass es halt auch ein qualitatives Produkt ist. Wenn es halt auch qualitativ verpackt ist. Boah, das sieht halt schon hochwertig aus, du. Allein jetzt schon hier der Namenssound. Ist stabil. Ist eine geile Felge, kann man nichts sagen. So, erster Schritt des Ganzen. Wir bauen natürlich das Hinterrad aus. Dafür lösen wir erstmal hier die Steckachse hinten. Dann werdet ihr auch gleich direkt sehen, was hier das Problem ist an dem Ganzen. Genau, dann ziehen wir so raus, gucken, dass es nicht direkt alles rausfällt. Steckachse natürlich sauber ablegen. Jetzt nehmen wir die Felge hier vorsichtig raus. Schaltung habe ich schon weggebogen. Und hier bei der Schaltung passiert halt das. Zeigen wir nochmal. Also eigentlich hält das hier so zusammen. Aber nicht so gut. Diese Achse in der Mitte ist gebrochen, deswegen hält es nicht mehr richtig zusammen. Und deswegen, wenn ich zu stark reintrete, dann schnappt das hier so durch. Genau, deswegen müssen wir jetzt hier das Single Speed Kit runter machen, auf die neue Felge drauf. Und das hier müssen wir auch noch gleich runter machen. Die Bremsscheibe in dem Fall. Genau, ja. Und halt logischerweise Reifen, Schlauch und alles. Dickes Gerät. Das ist ein richtiger Prügel, Alter. So Leute, jetzt machen wir mal hier, tun wir hier das Schloss von der Kassette öffnen. Ja, jetzt ist hier richtig rumgepfuscht. Ich hoffe, dass der eingestellt ist. Andere Richtung. So, und jetzt lassen wir hier gucken. Ja, das geht ganz gut noch. Ja, super. Jetzt können wir das hier aufdrehen. Und ab ist das Teil. Relativ einfach. Das ging tatsächlich besser, als ich erwartet hätte. Dann müssen wir hier die Sicherungsringe wegmachen. Den dicken brauchen wir wahrscheinlich auch. Wir müssen halt uns merken, dass zwei von den dicken waren. Am besten immer irgendwo aufbauen, wo es sauber ist. Richtig, nicht so wie hier. Hoppala. Ey Jungs, Digga, ihr werdet nie glauben, was wir für Dullis sind, Digga. Wir haben nicht gecheckt, dass hier das Teil noch mit drin ist. Deswegen, ja, können das natürlich jetzt auch noch reinmachen. Gar kein Stress, müssen gar nichts Neues bestellen. Können es jetzt einfach einbauen und dann ist das Ding auch fix. Das machen wir jetzt direkt. Und los! Ah! Jetzt check ich's, Digga. Das ist ja übel verschickt. Du machst die Bremsscheibe da dazwischen. Random. Das ist ja übel verschickt. Hilfe! Digga, Fahrradentwickler, die kommen auf Ideen. Konstrukteure, wer findet sowas? Ja, jetzt mal ehrlich, Digga. Wichtig ist dabei, dass es zwischen reinkommt. So wie ich es jetzt verstanden habe. Boah, jetzt wieder rausgehen. Warte, warte, wir machen das erstmal so. Erstmal hier. Kommt die andere Aufnahme drauf, dann die Bremsscheibe. Oh. Ich treffe die Löcher nicht. Ah, oh, jetzt. So, funktioniert. Ja, jetzt komm. Hält das? Ja, das müsste halten. Oh nee. Warum flüstere ich eigentlich?
So, Teil 1 ist gemacht, jetzt kommt Teil 2. Keine Sorge, ich bin auch da. Heute mal ein bisschen mehr hinter der Kamera. Aber Bremsscheibe eingebaut. Genau, hebt gut. Und jetzt machen wir Reifen runter und auf die neue Felge drauf. Also, und wir Schlauch, sehen. Logischerweise auch. Ja, genau, Schlauch, weil Kai fährt ja nicht tubeless. Schreibt es in die Kommentare, wie schon beim letzten Video. Tubeless oder? Schlauch. Wir sind Anfänger im Schrauben. Wirklich, wir sind richtige Bots. So laufen halt unsere Fahrräder auch. Besonders meins, Lukis geht eigentlich. Bis auf den Dämpfer. Ja, der wird auch wieder besser, der Dämpfer. Haben wir jetzt die eine Seite auch bekommen. So, jetzt können wir schon mal wenigstens den Schlauch noch rausmachen. Den hängen wir gleich irgendwo auf, dass er auch sauber bleibt. Das war jetzt anstrengende Arbeit, oder? War schon anstrengender, als es sein sollte. So. Jetzt haben wir hier die Felge allein. So, jetzt können wir hier mal so ein bisschen durchgucken. So, angefangen von hier, ne? Ja, da auch nochmal. Warte. Ja, ja, die klassischen Kameraprobleme. So, ich meine, halt mein Bild ab, ist besser. Genau, hier auch wieder. Jetzt ist mal ziemliche Delle. Generell das Singen einfach. Das hat schon viele miterlebt. Viele Bikepark-Tage. Genau, viele Hometrail-Tage. Viele Pipe-Tage. Aber besonders viele Pipe-Tage. Davon kommen bestimmt noch ein paar Löcher hier in den Ein paar Ball. Emotionen auch dabei. Bestimmt, ja. Besonders da, wo meine Steckachse gebrochen ist beim Fahrradfahren. Das da erinnere ich mich ganz zurück. Das war ein wilder Moment. Schön? Schön auf jeden Fall, aber muss ich jetzt nicht nochmal. Reicht einmal. Digga, habt ihr schon mal die geile Felge gesehen? Das ist meine neue Felge. Die ist speichenlos. Die ist halt gewichtssparend und bessere Performance, weil können halt keine Speichen kaputt gehen. Genau. Damit werde ich die nächste Season fahren. Bald im Shred Club Shop verfügbar. Genau, die ist bald im Shred Club Shop verfügbar. Reifen aufpumpen, wer kennt's nicht? Ein Klassiker. Wie viel Bar machen wir rein? Was sagst du? Das ist so normal. Wir kennen uns da nicht aus. Ja, natürlich nicht. Ich glaube 1,8, oder? Ja, ich mach immer so 2 oder so. Ich mach immer so ein bisschen mehr als 2, aber du schaust so, dann schreibt halt mal in die Kommentare, was ihr so für einen Luftdruck fahrt. Genau. Würde uns mal interessieren. Am besten noch dazu schreiben, was für ein Bike, weil ja. Beim Rennrad fährst du natürlich ein bisschen mehr als jetzt. Ja, und für was? Genau. Also wenn ihr jetzt im Bikepark seid oder gerade für Donald, Magic oder keine Ahnung, kommt ihr auch auf die Witterungsverhältnisse. So, als unterstes kommt, das ist die Basis des Ganzen. Dieser dicke, ich weiß gar nicht, ist egal wie rum man den macht. Wahrscheinlich schon, oder? Wird schon passen. Das ist das berühmte letzte Worte. Was auseinanderfliegt. Oder funktioniert. So, wir machen hier die Reverse-Schriftzüge übereinander. Guck mal, auf so Sachen achte ich sogar. Wichtig und richtig. Muss mal gucken, was das hier. Guck mal, direkt clean draufgekriegt. Ich weiß gar nicht, ob das von der Schaltung her genau gleich ist. Er müsste. Ja, dann machen wir es. Ja, 42, das passt schon. So, dann gucken wir mal. Hilfe. So. Jetzt haben wir das hier schön akkurat festgezogen. Wichtig, kleiner Tipp, immer Drehmomentschlüssel wieder rausdrehen, sonst gehen sie kaputt. So. Weil dann die Technik dahinter, die funktioniert dann nicht mehr. Digga. Wahrscheinlich weiß ich warum, ich weiß nur, dass das so ist. Das reicht mir auch. Hier habt ihr auch schon vorher ein paar Videos gesehen, neues Single Speed Kit. Haben wir noch nicht richtig testen können, wie gesagt, weil die alte Felge noch kaputt war.
Genau, wir machen jetzt hier das neue Rad rein und spannen wir die Kette, dann tun wir hier den Hebel wieder richtig ausrichten. Und dann sind wir theoretisch, sollten wir fertig sein. Schön fein die Steckachse ganz reinjieten. Da drin? Ja, ich glaube. So. Genau, ich muss noch, den Schaltarm an sich von der Nähe her ausrichten ein bisschen. Ich meine, immerhin liefern wir gut die Kameraqualität. Ja, irgendwo musst du ja anfangen, weißt du, ich meine. Ja. Solange du jedes Mal 1% besser wirst, bist du irgendwann bei mehr als 1%. Wahre weise Worte. So, jetzt kommt der wirklich nervige Teil. Können wir nichts zum Schlossen machen. Oder ob du mir da vielleicht nicht sogar kurz hilfst. Ja. So. Was müssen wir jetzt machen? Kette einfach wieder draufziehen, oder? Ja, die Kette richtig führen halt. Ja. So. So. Hoppala, Schlüssel verloren. Ja, Kette-Schlüssel. Oder Kettenschloss, nicht Schlüssel. Sag schon, wenn ich hier im Weg bin. Du kannst mir nicht im Weg sein, Schatz. So, die Kette. Kurz. Zusammenfummeln. So. Nicht nur eins. Ja, das stimmt allerdings so. Hält das jetzt? Ist das richtig drin? Auf beiden Seiten? Ja. Da ist es drin und da auch. Gut. Hui. Soundcheck. Schmeckt. Ist nicht schlecht. Passt soweit, würde ich sagen. Fit ist auf jeden Fall. Bremsscheibe ist dran. Kette läuft. Kette läuft auch sauber. Kette ist auch schon geölt. Das passt auf jeden Fall. Das ist natürlich scheiße. Das ist die alte. Was war das? Die Aufnahme für die Kassette. Die Aufnahme für die Kassette, ihr seht hier ganz gut, wie demoliert es ist. Das ist einfach durch die Single Speed Kette ist da durchgerutscht. Dadurch hat es immer wieder gehakt. Und kompletter Abrieb vom Material. Also crazy, was für Kräfte da wirken. Ja, schon crazy, was alles passieren kann. Das wird man auf der Kamera vielleicht nicht erkennen, aber so besonders so hier, da sehe ich auch richtig die Abnutzung und das ist einfach durchgerutscht, Digga. Ich wusste, also ich hätte niemals drauf gekommen, dass das sowas überhaupt beim Fahrrad passieren kann. Also entweder nicht richtiges Bauteil oder falsch gefertigt. Ja. Ja, dadurch, dass es einheitlich ist, wird es wenn dann falsch gefertigt sein oder schon zu abgenutzt gewesen sein. Ja. Oder einfach. Ja, genau. Ja, du merkst halt auch. Das hat dann auch richtig Spiel, wenn ich das jetzt hier festhalte. Ja, das also klar, ein bisschen Spiel darf es glaube ich auch haben, aber es hat. Also das ist so bei dem Spiel, bei dem Druck, der vor allem bei einer Kette auch dann herrscht, kann schon sein, dass es dann noch durchrutscht. Ja, ja. Dann brauchen wir ein neues Single Speed Kit. Aber? Haben wir jetzt wenigstens das Problem gefunden. Genau, wie sagt man? Ist das Problem definieren, bevor man... Wenn man das Problem gefunden hat, hat man schon 50% der Arbeit geschafft. Ja. Demnach war es jetzt mit dem Video. Vielleicht machen wir noch einen Teil 2, wo wir dann das neue Single-Speed-Kit haben. Genau, vielleicht auch eine neue Kette, weil die Kette ist jetzt auch gerissen und die wird dann wahrscheinlich zu kurz sein langsam, deswegen hole ich wahrscheinlich direkt auch eine neue Kette. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Für die Aufwendung. Gerne noch irgendwelche Tipps in die Kommentare schreiben, ne? Falls ihr irgendwelche konkreten Ideen habt. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video und haut rein. Ciao.